Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich hatte gerade das Vorbereitungsvideo, Vorstellungsvideo, ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde, Einstiegsvideo, keine Ahnung, zu Devolo Magic 2 gemacht. Da habe ich eine Anfrage gemacht und mir wurde es netterweise zur Verfügung gestellt mit zusätzlichen Empfängern. Und da wird es dann morgen, wenn ich morgen bei meinen Eltern bin, werde ich da eine Serie machen, einen Langzeittest. Ich werde Videos machen zum Einrichten. Ihr werdet sehen, wie kinderleicht das ist und dass es wirklich super läuft. Das wird morgen alles dann aufgenommen. Ich weiß nicht, ob die Videos zur gleichen Zeit online kommen oder über ein paar Tage versetzt. Das weiß ich nicht. Aber wir wollen es jetzt erstmal auspacken, wollen uns angucken, was hier drin ist. Ja, und dann, ja, meine Katze hat sich hier gerade hergesetzt. Mausi, würdest du? Ja, ich weiß, die ist nämlich rollig. Du darfst hier oben bleiben, aber roll dich da und geh mir nicht auf den Puffer, ja? So, jetzt müssen wir erstmal... So. Das aufmachen. So. Wie gesagt, das ist Magic 2. Das ist DLAN mit... WLAN. Hinten haben wir auch noch einen Querschnitt. Ich kann euch auch mal die Daten hier reinpacken. So, müsst ihr einfach mal Pause drücken, dann könnt ihr das sehen. Also wir haben hier eine ordentliche Reichweite, ordentlich Kapazität. Also über WLAN 1200 Mbits. Über... Ja, ist doch gut. Über LAN haben wir so ja 2 Gigabits. So. Da bin ich mal sehr gespannt. Mausi, bleib hier. Geh mir nicht auf den Puffer. Muss mal nur gucken, dass ich das hier nicht kaputt mache. Wo es hier richtig wiegt und wo es hier richtig aufgeht. So, jetzt. Da haben wir einmal die Anleitung, Devolo Magic. Wir haben auch hinten die Möglichkeit, ein K hochzuschreiben, wenn wir uns selber ein K machen. Und was, das muss ich euch unbedingt zeigen. So, das ist die Anschlussmöglichkeit. Also wie ihr das anschließen sollt. Und wie nicht. Ja, alles wirklich mit Bildern beschrieben. Also ihr sollt es nicht an einen Verteiler machen. Direkt an die Steckdose. Ach so, wenn ein Zweierstecker ist, soll daneben kein... Achso, die soll nicht leer sein und der Stecker soll dann da reingesteckt werden. Ja, ist klar, dass jetzt schreiben, die wollen, dass es funktioniert bei euch. Aber es macht nichts. So, hier steht dann auch noch mal ein bisschen was dazu. Und die. So, das mal. Ich muss euch mal. Hier haben wir dann noch mehr Bilder. Ich will euch nur mal. So. Schrift ist ein bisschen clean. So, hier, wir haben wirklich viele Bilder drin und genau beschrieben. Aber ich muss euch noch sagen, was hier vorne drauf steht. Devolo sagt, es soll nicht gemacht werden. Ja? Wartet mal, ich richte euch nochmal nach oben. Ich habe es ja eben schon im Vorstellungsvideo gesagt. Zum Beispiel das hier mit dem Dreierverteiler. Ich habe es im Schlafzimmer auch an der Verteilersteckdose dran, weil es wird nicht empfohlen. Das habe ich im Video auch gesagt. Hier steht es drin, nicht empfohlen. Aber ich kann euch aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, es funktioniert wirklich. Und es funktioniert gut. Ja? Auch 2 Steckdosen nebeneinander. Gut, ich habe jetzt nicht eine, die, wo DLAN dran ist, leer gelassen, sondern habe da was dran gehabt und in der Nachbarsteckdose auch. Und auch das hat super funktioniert. Ich habe auch, weil viele gefragt haben, funktioniert es auch mit einer mit einem Verlängerungskabel, weil ich es halt ein bisschen verstecken will oder irgendwie, habe ich es auch mit einem 5 Meter Verlängerungskabel versucht. Also eine Steckdose, ein Verlängerungskabel ran, da wo das Ende ist, Devolo ran, also wie sagt nicht Magic, sondern das 1200er Plus und dann Internet ran und an Laptop oder beziehungsweise PC oder PlayStation gemacht. Ich habe einen super Empfang gehabt, also hat alles funktioniert. Devolo empfiehlt es aber nicht. Also so,
In der Anleitung, nur weil es bei mir funktioniert, heißt es das nicht, dass es bei euch auch so funktionieren muss, also so reibungslos funktionieren muss wie bei mir. Ich kann halt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass es halt nicht gesagt wird, also dass gesagt wird, es funktioniert, also es sagen ja nicht, dass es nicht funktioniert, aber es soll halt nicht gemacht werden. Aber meine Erfahrung ist, manchmal geht es ja nun mal nicht anders und es funktioniert. Ja, weil bei mir hinterm Schrank, ich habe so ein Lowboard, der passt halt, wenn ich jetzt den Volo noch ranmache und dann hier noch den Stecker ranmache, passt der Schrank nicht mehr hin. Deswegen, bei mir passt gerade so, ist eine dünne Steckdose, der Verlängerungskabel, also von dem Achterverteiler passt da rein und mehr Platz ist da auch nicht. Deswegen geht es da nun mal nicht anders. So, wir haben einmal die Sendestation. Auch wieder auf der rechten Seite den Connect-Knopf, wenn man neue Geräte einbinden will. Gebe ich euch auch mal einen Tipp, weil viele haben gefragt, ey, bei mir ist jetzt nicht der Platz da. Also wenn ich das so in die Steckdose mache, hier ist ein Schrank oder wie bei mir jetzt zum Beispiel oben, das ist neben Sicherungskasten, die Steckdose. Und wenn ich das reinstecke, dann habe ich keinen Platz, diesen Knopf zu drücken. Wenn ich das erweitern möchte oder wenn meine Basis kaputt gegangen ist und ich habe mir eine neue gekauft oder was weiß ich, also bei mir ist eine Basis noch nie kaputt gegangen, aber was weiß ich, ich will halt erweitern oder so und man will es dann direkt an eine Basis koppeln zum Beispiel oder so, dann nimmt die Basis einfach raus, macht den Kabel ab, zieht den Stromkabel von der Fritzbox, weil bei mir ist da die Fritzbox dran, zieht den Fritzbox-Strom raus, macht das Ding einfach in eine normale Steckdose und ein paar Steckdosen weiter macht er das, was er dazu binden wollt, drückt ihr den Knopf, drückt da hinten den Knopf, wartet, bis es aufeinander eingepegelt ist. Das wird hier durch, hier ist es jetzt nicht so, also hier ist halt nur so ein roter Punkt. Ja? Bei dem anderen hat man halt auch so ein Haussymbol und sowas alles. Wird dann gekennzeichnet. Ne? Und dann wartet er kurz ab und dann sind die Bienen connected und dann könnt ihr das ganz einfach wieder rausmachen, oben bei der Fritzbox hin, Strom rein und fertig. Und hier den LAN-Kabel rein und es läuft. Also wenn ihr den Platz nicht zum Drücken habt. Also es muss nicht unbedingt Internet sein oder irgendwas angeschlossen sein, um die zu connecten. Oh cool, ein LAN-Kabel ist mit bei. Das ist sehr geil. Und wir haben einmal einen Empfänger und der ist eigentlich genauso groß, würde ich jetzt sagen, wie das DLAN 1200 Plus. Und hier habt ihr dann halt dieses Haussymbol und da seht ihr auch das WLAN-Symbol. Ihr könnt die Symbole auch ausschalten. Also, oder hier auch. Das ist bei der Fritzbox, bei mir leuchtet es halt. Ich habe es angemacht zur Sicherheit, dass ich, wenn was ist. Ihr müsst die auch nicht anhaben. Ihr könnt die auch ausschalten, dann ist da kein weißes Licht, rotes Licht oder was weiß ich, denn sieht man das nicht. Also ihr müsst das nicht anhaben. So, dann haben wir das zweite. Und nochmal Heftchen. Die können wir aber getrost drinnen lassen. So, also Sender, zwei Empfänger und wie viele LAN-Kabel sind mit bei? Ein LAN-Kabel ist mit bei. Also der eine, der halt zur Basis, zum Sender geht, von der Fritzbox zum Empfänger. Das ist ein Cat 5E ist das, ein Cat 5E. So, das war auch soweit zum Unboxing. Hardware kann ich jetzt euch ja nicht großartig zeigen, weil es ist wirklich nur dieses eine. Wir haben halt die beiden Knöpfe hier unten dran. Wir haben zwei Ausgänge. Ja, ein Reset-Knopf. Ja. Ich glaube, dass das der Reset-Knopf ist, so wie früher. Und das war's. Und dann halt. Ihr braucht doch keine Angst haben, wenn ihr den Empfänger irgendwo reinmacht, dass euch die Steckdose verloren geht, weil ihr habt immer noch eine Steckdose zur Verfügung. Also einfach reinmachen, hier holt ihr eure LAN-Kabel raus, Fernseher angeschlossen, Verteiler angeschlossen, das ist alles kein Problem. Funktioniert wunderbar. So,
Das soll es jetzt zu Magic 2 gewesen sein. Wie gesagt, ihr habt nicht nur WLAN, nicht nur LAN denn in den Räumen, wo ihr drin macht, die haben auch WLAN. Das könnt ihr separat anschalten, könnt ihr separat ausschalten. Alles über Devolo Cockpit. Werde ich euch später zeigen. So, bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre Träumchen. Wir sehen uns in der Serie, also in den nächsten Videos, wenn wir das hier aufbauen werden, ich alles erklären werde und ich habe meine Eltern gebeten, die sollen mir Bescheid sagen, wenn da was ist und ja, ob es wirklich Rentner geeignet ist oder alte Leute geeignet ist, weil meine Mutter hat da von Technik nicht so die Ahnung. Es muss funktionieren. Und da bin ich guter Dinge, dass es das tut. Ich bin dann mal weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Seid euer Odin.